Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RimWorld. Ja, mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir sind immer noch gestrandet auf dem Planeten mit den ersten notdürftigsten Sachen. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir haben für Wind gesorgt, für Energie gesorgt, genau. Und müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir das alles aus dem Weg gefordert kriegen. Und haben aber finsterste Nacht und unsere Dudes pennen einfach gerade mal ein bisschen. Wie ich sehe, das Wichtigste, ein paar Acker, dass wir überleben können, haben wir schon gemacht. Ein paar Überlebensrationen haben wir auch noch. Von daher können wir das jetzt erstmal ganz zutsche angehen. Und Ragnar butchert erstmal fleißig ein bisschen. Verteidigung benötigt und Batterien benötigt, ja, da gebe ich dir recht. Ach, hier bauen wir gerade noch die Gemächer. Ich hoffe, dabei bleibt es jetzt erstmal nicht. Ich hätte erstmal hier hinten... Warum hat da keine Priorität? Leute, ist es doch jetzt echt nicht so wichtig, hier Scheiße an den Berg zu kloppen. Goski, kannst du die Steine abbauen? Geht spazieren, geht spazieren. Keiner was zu tun hier. Ist kein Forstwirt. Was ist denn hier los? Muss jetzt mal gucken, was hier an Arbeit drin ist. Nur Goski macht Feldarbeit. Und Waldarbeit sonst auch keiner. Ja, wenn nichts zu tun ist, könnt ihr das alle machen, Leute. Bevor ihr dämlich spazieren geht, kloppt ihr hier gefälligst Bäume. Hier ist Energienot und die haben nichts Besseres zu tun. Zäh! Als blöd rumzurennen. Geht doch. So. Damit haben wir den ersten Strom. Dann wird es Zeit für eine Klimaanlage. Wenn die damit fertig sind. Die funktionieren relativ easy. Ne, hier, ihr seht, da wo es blau wird, wird es kalt, da wo es rot ist, wird es warm. Und wir machen daraus mal eiskalten Kühlschrank. Zack. Wir haben aber immer noch keinen Strom. Oh, es sind 27 Grad und es weht kein Lüftchen. Super. Das ist schon mal richtig kacke. Das ist schon mal richtig, richtig kacke. Dabei ist hier eigentlich alles... Pack den mal auch noch weg, bitte. Zip, zap. Ansonsten ist das hier alles frei. Das Ding sollte wehen können. Na, hilft das was? Erzeugte Leistung 388 Watt. Das ist nichts. Das Ding braucht allein 350 Watt und das Ding 200 Watt. Da müssten wir mal gucken. Ich habe hier... eigentlich auch so eine Heatmap mit verbaut. Zack, genau. Ja, damit können wir sehen, wie warm oder kalt es ist. Hier drin sind 22 Grad, hier 26. Das ist definitiv too much. Ja, das heißt, wir könnten jetzt irgendwann Gefahr laufen. Oh, wir haben Besuch. Die Raider-Union. Ja, super. Wenn die mal nicht vertrauenswürdig sind. Den weiß ich auch nicht. Was könnt ihr denn so? Ganz gut mit hier. Dich hätte ich ja gern. Hätte ich schon einen Knast, ne? Hätte ich schon einen Knast, ey. Würde ich dich abknallen? Achso, wir müssen hier noch unseren... minus 7 reicht. Dann würde ich tatsächlich einen abknallen und einen gefangen nehmen. Aber wir sind gerade nicht so gut ausgerüstet und der hat eine Knarre. Könnten die so ein bisschen hinterrücks überfallen? Eigentlich gut, oder? Ich habe hier auch... Nee, das ist mir gerade noch zu heiß, ehrlicherweise. Hätten wir schneller schalten müssen. So, jetzt machen wir erstmal auf langsam, denn wir brauchen jetzt... langsam mal einen Forschungstisch. Wo haben wir den nochmal? Einfacher Labortisch, der ist es nicht. Bödensicherheit. Struktur? Nö. Möbel?
definitiv auch nicht. War der doch hierbei? Ich habe ewig nicht mehr gespielt, ich muss echt gucken. Und der Strom ist auch nicht. Diverses. Auch nicht. Entspannung und Sicherheit auch nicht. Raumschiff auch nicht. Böden auch nicht. Wo ist denn dieser blöde Labortisch? Es ist einfach viel zu viel Scheiße hier. Das ist mein Problem. Nähtisch, Schlachtbank, Bildhauer. Oder war es doch der? Doch, dann ist es der hier. Einfacher Labortisch. Drehen wir uns den einmal zurecht. Der kommt provisorisch erstmal hier hin. Und bei Gelegenheit können wir dann gleich mal das erste Bett. Die Kitty kriegt als erstes jetzt einmal, würde ich sagen. 9 installieren. Das kommt dann gleich mal da oben hin. Das werden die dann machen, wenn sie wach sind. Ist schon wieder Nacht, ey. Meine Fresse, das ging wieder ratzfatz. Naja. Wie sieht es mit der Kühlung aus? 6, 7 Grad. So, also wenn ihr seht, ins gekühlt ist, verrottet das. Okay, die hauen ab. Verrottet das alles ein bisschen langsamer, aber trotzdem 1,2 Tage. Das ist mir zu bald. Also es wird Zeit, dass wir tatsächlich Solarenergie entwickeln und Batterien vor allem. Oh, da es so aussieht, als würdet ihr eine Weile bleiben, schlägt Ragnar vor, dass ihr dieser Gemeinschaft einen Namen geben solltet. Wie soll sie genannt werden? Geordnete Sippschaft von Irum. Ja genau, geordnet, mit dem Gowski dabei, als wenn das was sehen würde. Außerdem meint Ragnar, dass diese Siedlung einen Namen braucht. Wie soll diese Siedlung heißen? Die Gemeinschaft heißt die Bekloppten aus dem Berg, würde ich sagen. Ich meine, wir leben im Berg, wir sind bekloppt und ja. Und die Siedlung nennen wir ja. Schweinepfuhl. Ja. So, nehmen wir so. Oh, es läuft schon wieder arg schnell hier. Ich mache mal die Heatmap aus. So, damit ist der Labortisch fertig. Das heißt, wir können anfangen zu forschen. Wir fangen an mit Batterien. Die brauchen wir als erstes. Ne, damit wir über Nacht die Energie ein bisschen speichern können. Ihr seht, die Kitty ist hier was verkämpft hier. Wo ist hier Action? Ist das mein Gecko? Ne, mein Gecko ist das nicht. Was ist denn hier los? Wir brauchen die noch zum Verrotten. 4,7 Tage. 1,8. Okay. Hm. Irgendwo war hier gerade Action. Ich habe keine Ahnung wo. Naja. Ragnar macht Essen. Alles cool. Die Wachstumsrate 140%. Das rockt. 116. Das ist natürlich ganz cool. Ja, unser Gecko-Verbrecher ist auch wieder am Start. Gowski klopft Steine. Und wir gucken zu. Machen wir ein bisschen schneller. Ne, gerade können wir eh nicht viel machen. So, das heißt, wir haben gleich unser zweites Schlafzimmer. Und dann können wir eigentlich auch ein Kolonist ist untätig. Das ist eigentlich gar nicht mal so cool. Und wir bauen hier dann trotzdem mal einen Weg rein. Aber nur bis hier. Und dann baue ich hier einfach noch ein Schlafzimmer hin. Hier eine Tür. Ach, ich kann da ja nicht bauen. Scheiße. Da war ja was. Moment. Abbrechen. Weg, weg. So, wie kriegen wir hier noch ein Schlafgemach hin? Wir gucken mal so und so. Dreimal drei, viermal vier. Geht doch. Das weg, das weg. Und dann haben wir noch ein Schlafzimmer. Läuft. Ja, so machen wir das. Ne? Dann kriegt der Gowski erstmal sein neues Bett hier. Zack, kommt hier oben hin. Die geben wir frei zum Abtransport.
Da machen wir nachher schön Steinböden raus. Und dann geht's los. Bing! Batterien benötigt. Weiß ich selber. Ist aber noch ein echtes Problem. Oh, aber die läuft gut. Sehr schön. Wir hätten wahrscheinlich sogar Überschuss. Verrücktes Eichhörnchen. Nein! Oh mein Gott, das kommt direkt auf uns zu. Ja, denn ab in den Verteidigungsmodus. Wer hat Schießprügel? Der Goski hat einen Schießprügel. Der Ragnar auch. Und die erstmal hierher. Ihr würdet wahrscheinlich lachen, aber auch so ein scheiß Eichhörnchen kann kackgefährlich werden. So. Machen wir mal langsam. Rappemmel. Ne? Also, das kann echt fies kratzen, ohne Scheiß. Oh, das war's aber schon. Ja, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich tatsächlich fies auf den Sack gekriegt. Nur von einem blöden Eichhörnchen. Weil ich noch keine Ahnung hatte, wie man das spielt. Aber das ging diesmal zumindest glimpflich. Kitty ist gleich wieder am Forschen. Gute Frau. Wo kommt denn das her? Oh, hier. Eine ganze Herde. Wie viel? Da haben wir auch noch genug Rationen. Wir lassen die sich fleißig weiter vermehren. Was machst du denn jetzt? Achso, du gehst das butschern. Okay. Finde ich erstmal in Ordnung. Klock, klock, klock. Was hast du jetzt vor? Geh mal essen. Genau. Ne, und wenn du damit fertig bist, können wir hier eigentlich erstmal einen Esstisch bauen, weil die sind immer irre angefickt, wenn die nicht vernünftig essen können. Also nicht am Tisch. Da gibt es immer gleich so einen Malus. Zeige ich euch gleich mal. Ja, das ist von der Sache erstmal in Ordnung. Haben wir einen davon und dann gibt es noch 1, 2, 4 Stühle und dann ist das gut. Und der Gowski soll mal nicht so sein. Der soll das mal erstmal machen. Oh, ich wollte gerade sagen, gibt es schon bessere Nahrung, aber nein. Das ist immer noch der Standard-Scheiß. Ne, also ich kann euch das gleich mal zeigen hier. Bio, nee. Bedürfnisse. Oh, Kiddin hat Gowski abblitzen lassen. Die Sau. Und der findet seinen Schlafsaal ganz schön hässlich. Und ist in Dunkelheit. Das findet er ziemlich uncool. Aber auch hier dieses mit Tisch gegessen. Und das kriegt man halt leicht aus der Welt. Also, gut. Warum soll ich es mir da großartig schwer machen? Ne? Das können wir relativ fix beheben. In der Dunkelheit, damit müssen die jetzt erstmal leben. Oh, Kitty ist ganz schön angefressen. Was ist los? Ja, ist laut. Okay. Gestörter Schlaf, ohne Tisch gegessen. Und fällt sich die beiden Kerle vom Hals. Meine Fresse. Beide aufdringlich. Aber was willst du machen, Kitty, ne? Heiße Mieze mit rosen Haaren. Zwei Kerle auf einem einsamen Planeten. Ich hätte halt auch Bock. Ne? Da wirst du dich erstmal mit rumschlagen müssen, mein Fräulein. So, und wenn wir das hier alles so halbwegs fertig haben. Das hier, 0 Grad ist noch in Ordnung. Dann können wir uns tatsächlich daran machen, ein bisschen für Verteidigung zu sorgen. Zumindest wenn alle einen Schlafsaal haben. Und sie die Grundbedürfnisse gestillt sind. Nach Strom und Essen. Ne, wie gesagt, Futter haben wir hier genug. Wir müssen nur gucken, dass wir genug vorm Winter reinkriegen. Oh, hier sind schon komprimierte Bauteile. Die Dinger sind echt wichtig. Braucht man für fast jedes elektrische Gerät. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob man mich gut genug hört. Da bin ich nachher im Schnitt mal gespannt. Ja, und Ragnar ist fleißig. Guter Mann. Ne? Macht hier alles fertig. Auch der Gowski gibt sich Mühe. Wir haben schon eine gute Gemeinschaft hier. Wenn noch irgendwie ein Raubtier in der Nähe, das wäre ganz schön uncool. Sieht aber nicht so aus. Nö. Müssen wir uns zumindest darum erstmal keine Sorgen machen. Zack. Der Ragnar zieht erstmal ein Dach. Es war jetzt auch viel wichtiger, als hier den Stuhl fertig zu bauen. Garantiert. Bin ich mir ganz sicher. Ne, der Mann weiß, wie man Prioritäten setzt. Lasst euch nichts anderes erzählen. Ja, und das ist eigentlich ein relativ langwieriges Spiel, wie ihr seht. Ne? Es passiert gar nicht mal so viel. Und die Geschichte baut man sich einfach so aus, ein bisschen drumrum, wird so ein bisschen hier in den Feldern erzählt. Kitty ist immer noch angefressen, dass es so hässlich ist alles.
Und ich würde den ja auch Böden und sowas reinsetzen. Wir können ja auch mal gucken, wo waren das? Genau, hier sieht man, wie schön und wie hässlich das ist. Ne, hier liegt Blut auf dem Boden, da sind die natürlich gleich alle angefressen. Das ist irre hässlich. Wir haben aber noch keine Küche, deswegen muss das erstmal so bleiben. Ne, wir haben auch noch keinen Forschungsraum, wo sie sich hin zurückziehen könnte. Deswegen ist das erstmal alles hässlich. Wie die Nacht. Und der Gowski pennt auch gleich mal. Was wir auch gleich mal machen können, ist hier schon mal Türen reinsetzen. Und morgen können ja zumindest schon mal alle an einem Stuhl essen. Das ist auch immer schon mal was wert. Zack. Na, ich bin gespannt, ob der sich geschlafen fühlt. Kolonist, männlich, die Bekloppten aus dem Berg. Alter, 33. Läuft. Finde ich total gut. Ja, alle am Pennen, wir sprühen vor. Hoffen, dass die Stromversorgung... Nö, irgendwie gibt es hier keinen Wind auf dem Planeten, habe ich das Gefühl. Ja, und dann müssen wir schauen, dass wir hier irgendwo Batterien hinpflanzen können. Am besten ein bisschen in den Berg rein. Weil Raider und sowas da tatsächlich bevorzugt die Batterien zerkloppen. Und dann nachher alles ausgeht. Ne? Wir können uns hier nachher auch noch ein bisschen verteidigen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon freigeschalten haben. Nee, sind erstmal nur diese Schlagfallen und sowas. Man kann auch noch Geschütze entwickeln. Das werden wir nachher auch tun, weil die nämlich echt wichtig sind. Gowski baut erstmal wieder Granit ab. Könntest du jetzt vielleicht erstmal hier für Ragnar die Bude fertig machen? Das hat irgendwie Vorrang. Wie gut kannst du eigentlich... Du warst doch hier, gewitzte Forscherin. Ja, 7. 2. Gar nichts. Der Gowski ist blöd. Das ist ein dummer Aromatherapeut. Kein Interesse an Forschung. Kann gar nichts. Nix kann er. Aber gut. So, die sind hier fleißig am Bauen. Wir können das hier schon mal neu installieren lassen. Kommt dann am Ende dahin. Das macht der Ragnar wahrscheinlich auch gleich. Dann hat er nämlich auch schon mal ein Schlafgemach. Und er macht gleich sauber. Guter Mann. Ne? Hier einer, der für Ordnung sorgt. Wenigstens Ragnar kriegt das geschissen. Zack. Bude fertig, Tür rein. Heute Nacht schlafen wir wie die Könige. Oh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Jetzt haben wir tatsächlich ein Problem. Eine ungewöhnliche Hitzewelle hat gebaut. Hitzewellen können Hitzschläge hervorrücken, die schnell zum Tode führen können. Kühl dich ab, indem du eine Klimaanlage baust oder dich tief in den Berg gräbst. So, jetzt können wir uns das nämlich gleich mal angucken. Wir haben jetzt 35 Grad. Ne, unsere Klimaanlage ist schon völlig überfordert. Hier haben wir 23 mittlerweile. Uns wird das Essen verrotten. Was ist das hier? Eichhörnchenfleisch, okay. Man sieht schon, wer hier was spielt. Wir haben noch ein paar Überlebensrationen. Wir müssten eigentlich gleich mal anfangen, wieder ein bisschen zu jagen. Denn hier ist schon wieder alles alle. Ich glaube, mit 3 Viechern sind wir erstmal ganz gut bedient. Das wird der Gowski machen. So, und die rennen jetzt natürlich hier drin rum. 28 Grad, pisse warm. Die kriegen eine Macke. Das können wir nachher hier. Gut, der hat eine Schnittwunde. Noch geht es denen allen gut. Aber das wird sich sehr bald ändern. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe was Wichtiges vergessen. Ich brauche nochmal eine Zone. Wir brauchen Heilwurz. Zack. Ich hoffe, ich habe schon einen mit Fertigkeitslevel 8. Kann das irgendwer? Pflanzen 2. Pflanzen 3. Ich glaube, das ist auch der Gowski. Der ist, glaube ich, für Bergbau zuständig. Also für alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Ja. Und Gowski geht jagen. Wo schießt er drauf? Hier oben. Auf irgendeins von denen. Begnadeter Schütze, wie man sieht. Wieder nicht getroffen. Oh komm. Nun trefft das Scheißvieh. Das muss er wahrscheinlich... Oh, ein Treffer. Wir gucken. In den Torso quasi. Oh, oh, das Vieh überlebt gerade einen Kopfschuss. Ne, in 6 Stunden fällt das so oder so tot um. Aufgrund des Blutverlustes. Ich meine, das Ding blutet überall raus.
Aber es will nicht sterben. Knallhartes Scheißvieh. Da ist es tot. Voll ins Herz. Gowski, du. Ein paar schöne Treffer gelandet. Ich meine, wenn die meisten auch nicht so pralle waren. Aber einmal ins Schädel und einmal ins Herz, das ist schon eine Ansage. Derweil haben wir draußen immer noch 44 Grad. Hier in den Schlafgemächern geht es noch halbwegs. Aber unerbittlich brennt die Sonne. Ne? Und wir haben gerade, wie viel Uhr? 19 Uhr. Die Sonne geht schon halb unter. Und trotzdem schwitzen sich hier die Leute tot. Ich muss mal gerade mein Handy auf Lautlos stellen. Das geht ja so nicht. So. Gowski geht fleißig weiter jagen und Ragnar geht schlachten, wie sich das gehört. Die Kitty ist am Forschen. Guck mal. Ist schon in Teilen zumindest fertig. Ja, da werden wir auch so schnell wie möglich zwei Batterien bauen. Zack, haben wir wieder ein bisschen Fleisch. Eigentlich gerade der falsche Zeitpunkt, um zu viel davon zu machen. Und du ruhst dich aus, ja. Ne, denn ist, obwohl 2,2 Tage, das geht noch. Ich hoffe, bis dahin ist diese verfluchte Hitzewelle vorbei. Huh! So ein fucking Puma. Schmerzen keine. Früher wurde hier mal angezeigt, ob die Hunger haben. Ne, weil dann können die echt zum Problem werden. Und wenn Gowski den trifft, wird das auch zum Problem, denn dann muss er rennen. Oh, du, triff doch mal hier, was ist denn hier los? Aber schon mal ein Bein abgeschossen. So schnell läuft das nicht mehr. Tod ebenfalls in 6 Stunden aufgrund von starken Blutungen. Hat jetzt gleich einen Blutverlust. Ist nicht mehr so ganz bei Bewusstsein. Nee, du willst jetzt warten, bis Tod umkippt oder was? Was bist du denn für ein Assi? Ja, geh dich erstmal ausruhen. Lässt dir das halbtotgeschossene Vieh stehen. Hat Schmerzen. Alter. Du Penner. Und geht gemütlich pennen. Ich meine, wenn er wieder aufsteht, ist es vor allem tot, aber muss doch nicht sein. Das quält sich, Junge. Das quält sich. Kann sich kaum noch bewegen. Ist kaum noch bei Bewusstsein. Ja, reduziert bei Bewusstsein. Und arbeiten geht auch nicht mehr richtig. Wobei arbeiten bei einem Reh wahrscheinlich grasfressend ist. Wieso hänge ich ja nicht mit meinem Bart in meinem Mikro? Kommen wir denn dahin? So. Wir gucken ihm jetzt beim Sterben zu. Aus Respekt. So. Tod in 4 Stunden. Tod nach Speicheln. Tod in 2 Stunden. Und gleich ist es hin. Tod in 1 Stunde. Was hat der Gowski getan? Nichts hat er getan. Ja, verreckt ist es. Verreckt. Gowski, schäm dich. Schäm dich. Echt mal. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja unterirdisch. Und dann pennst du auch noch so ewig. Ja, gemütlich Frühstück essen, bevor du das abgeschossen hast. Ja, jetzt gehst du auch, ja. Weh, du holst das jetzt nicht. Hör auf zu schießen, du Affe. Jetzt hol das. Ey, abknallen und dann nicht reinholen. Du dreckiger Penner. Ne? Tut auch so, als wenn der Tierlieb wäre. Der Gecko frisst unsere scheiß Vorräte. Sag mal, hast du eine Macke? Du Verbrecher, Alter. Ich dich schlachten will, wenn ihr nicht aufpasst. Du kannst hier draußen Gras fressen oder Insekten oder so ein Scheiß. Aber lass hier mal unsere Ration in Ruhe. Gibt's ja wohl nicht. Hat die schon mal eine Heilwurz jetzt? Ne. Kann, glaube ich, auch nur der Gowski. Ja, hast du wieder ein angeschossenes Tier halbtot liegen lassen? Irgendwas blutet hier doch wieder. Ja, er hier. Körper, ja, stirbt auch in 2 Stunden. Scheißegal, starke Schmerzen. Der Gowski ist auch ein Penner. Ach so, hast gewartet, bis in Ohnmacht fällt. Ganz nett. Er ist schon so tendenziell Schwein, ne? Muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Ein Sadist. Ich finde das so erstmal nicht in Ordnung. So, was hast du jetzt vor? Erntet Reis. Wow, wir haben Eis. Reis, das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt 2 Komponenten essen machen. Aufgabe hinzufügen, und zwar eine leckere Mahlzeit. Keine einfache mehr.
Und zwar bis nicht mehr geht. Und die Bar machen wir jetzt eigentlich nur noch für Notfall. Für immer einfache Mahlzeit. Ja, da machen wir uns einen 10er Stack als Reserve. Aber das priorisieren wir eigentlich nicht. Ne, und das auch immer zuerst. Solange du leckere Mahlzeiten machen kannst, mach leckere Mahlzeiten. Nom nom nom, es gibt Reis, Baby. On Eagle. Ich mag ja den englischen Begriff für Eagle, ne? Hedgehog klingt einfach cool. Können wir den? Könnten wir zähmen, hätten wir einen Hausigel. Eine Eagles Farm. Klingt doch klasse, oder? Kitty ruht sich mal aus. Spielt eine Runde das Hufeisenspiel. Oh. Oh. Stammesmitglieder der Fraktion, die grauen Leierschwänze von, oh Gott, Chimicharga, sind in der Nähe aufgetaucht. Sie greifen sofort auf. Der kommt bei der Keule. Und auch nur einer. Was kannst du? Will ich dich gefangen nehmen? Nicht so richtig. Du kannst ein bisschen kochen. Du könntest du unterstützen. Du könntest unser Koch werden. Dann hätten wir den Ragnar für andere Sachen offen. So, wo sind wir? Wo ist er? Er ist hier. Aber wo sind wir? Wir sind hier unten. Das heißt, wir gehen irgendwo hier in Stellung. Irgendwo, wo wir ihn gut beschießen können. Der muss jetzt erstmal hier über die Furt. Ja, hier kommt er überall so ein bisschen rüber. Wir gucken mal. Wir lassen unsere Leute erstmal machen. Dann kicken wir mal, wo der lang rennt. Und dann werden wir unsere Verteidigung aufstellen. Oh, hier ist noch ein großes Gebäude, sehe ich gerade. Lanzer. Mehr kommen nicht. Boah, das sollte nicht das Riesenproblem werden. So, jetzt werden wir mal anfangen, hier unsere Leute in Position zu bringen. Du gehst dahin. Ragnar bringt das noch weg. Gowski kann jederzeit. Geh mal hier hin. Und der Ragnar kommt dann auch dazu. Der stellt sich hier in den Baum. Haben wir zumindest ein bisschen Deckung. Während Lanza langsam durchs Wasser wartet. So, das Problem ist, wir haben nichts, wo wir ihn einsperren können. Aber das kriegen wir hin. Strukturen, Wand. Kriegen wir hier eine Wand vorgezogen? Ja. Dann wird dieses hässliche Etwas gleich unser Knast. Böden, nein. Müll. Hier gibt es auch einen Schlafplatz. Dann können wir den da tatsächlich sogar einsperren, wenn wir den nicht erschießen. Was ich versuchen werde zu vermeiden. Kitty, du stehst da so ein bisschen in der Schussbahn, das gefällt mir nicht. So ist besser. Rennt er jetzt echt nach außen rum? Na? Kommt er auf uns zu? Oder rennt er außen rum? Das wäre doof, dann müssen wir uns umstellen. Jetzt kommt er gleich in Reichweite vom Gowski. Der natürlich daneben schießt. Du kommst rechtzeitig um die Ecke hoffentlich. Sehr schön. Schon mal getroffen. Oh, wir haben schon die Leber weggeballert. Ups. Das mittlere Schmerzen ist aber noch ganz gut dabei. Kann ich die befehlen? Nein, kann ich nicht. Obwohl, warte mal. Ne, kann ich nicht befehlen, gefangen zu nehmen. Ja, das. Dann müssen wir wohl in den Nahkampf gehen. Noch ein Treffer. Der hat einen Hitzschlag, der Gute. Müsste doch meine langsam auch haben. Wir haben Pisse warm. Oha. Erste Anzeichen von dem Hitzschlag. Und hier geht's noch gut. Der ist darauf anscheinend nicht so gut zu sprechen. Der stirbt in 10 Stunden auch nur aufgrund seiner Blutung. Kriegt jetzt erstmal, nicht Kitty treffen. Das wäre nicht so gut. Oh, gleich vom Knüppel den Kiefer gebrochen. Alter.
Das war tot. Hitzschlag, Kiefer gebrochen und eine Prellung an der rechten Hand. Und frisch den rechten Mittelalterende, die kann nicht mehr den hier machen. Wie scheiße. Ja, die gute muss hier. Ist ihr Bett, glaube ich, ne? Wer pennt denn wo? Da ist Kitty, das wird jetzt zum Krankenbett. Und die geht sich jetzt erstmal ausruhen. Schlaf ist vollständig geheilt. Ihr beide könnt machen, was ihr wollt. Jetzt brauchen wir einen Platz für die Leiche. Wo machen wir das denn? Ach, haben wir hier hinten schon. Da kommen kein frisches und verrottenes rein. Und zwar, nee, Tierleichen nicht. Ja doch, Mechanoiden können da hin, aber menschliche Leichen vor allem. Gut, dann kann einer die Leichen versorgen. Kitty kann sich hinlegen und ein bisschen sich gesund machen. Und ich hoffe, wir haben noch irgendwie einen Arzt dabei. Oder du gehst erstmal was essen. Ist sie lebensbedrohlich irgendwie verletzt? Keine unmittelbare Gefahr. Trotzdem ist sie ganz schön fertig. Wir sollen hier nicht chatten. Kein Arzt. Ach, unser Aromatherapeut, der macht das. Läuft doch. Komm. Genau, da holt er auch schon die Verbände. Guter Mann. Hast einen Stein im Brett, verspreche ich dir. So, der marschiert jetzt hier hin. Wenn Kitty hier alles vollblutet. Der verbindet dir das. Schlock, schlock, schlock. Danach gehst du aber brav wieder hier ab aufs Reisfeld. Gowski. Zack. So, ist behandelt. Eigentlich gehört hier jetzt so ein Pflasterding hin, weil das ja geblutet hat. Wie viel Grad haben wir da drin? Es steht unten rechts 34 immer noch. So. Alles schön behandelt. Auch gar nicht schlecht behandelt. Wir mussten ja unsere gute Medizin nehmen. Was hast du jetzt vor? Erstmal was essen. Na gut. So, und die wird sich da jetzt langsam auskurieren. Das heißt, unsere Batterien lassen wieder auf sich warten, was ganz schön mistig ist. Wir haben hier immer noch ziemlich hohe Temperaturen. 3,7 Tage, 1,8. Aber dafür sorgt Ragnar schon. Der kocht uns das weg. Oh, sie wird gefüttert. Super. Ihre Bedürfnisse sind ganz okay. Hat starke Schmerzen, das findest du natürlich nicht so geil. Und ein absolut abscheuliches Zimmer. Ja, gut, hat gerade nicht Priorität, das zu ändern. Wer schreit hier eigentlich? Das war doch hier der Truthahn, der hier irgendwo rumgerannt ist. Ja. Das war unser erster Kampf. Das ist der Shit. Ne? Und halbe Stunde ist rum. Das heißt, ich würde euch hier mit dem Anblick der verletzten Kitty Charrington auch tatsächlich aus der Folge entlassen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Für mich ging die Zeit irre schnell vorbei. Kommt mir vor, als hätte ich gar nicht großartig gespielt. Klein wenig haben wir geschafft. Wir haben jetzt für alle einen Schlaf gemacht. Wir haben einen Tisch. Und wir haben grundlegend unsere Stromversorgung schon mal gesichert, wenn auch noch nicht gut. Ne, wir haben eine Klimaanlage, die ja so lala läuft. Ne, und wir haben noch kein richtiges Lager. Ne, so eins für Holz und sowas und eins für Lebensmittel. Hier will ich nachher nur Lebensmittel drin haben. Gowski, Ragnar, was machst du hier eigentlich? Entfernt Pappel. Ja, das ist natürlich viel wichtiger, als hier mal die Leiche wegzuschaffen. Naja, gut, machst du das fertig und dann ist gut. Nichtsdestotrotz danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.